Hallihallo, meine Freunde. Ich habe unglaublich viel für euch zusammengepackt und mitgebracht. Und ihr dürft gespannt sein. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donnef204 und es geht los. Wir fangen an mit den Events, mit den zukünftigen. Zuallererst haben wir ein Event, das startet bereits heute, beziehungsweise ist schon gestartet. Das Back to the RTP-Event. Dabei geht es darum, dass ihr mit dem RTP, mit den Standardgrafiken, die der RPG Maker mitliefert, ein cooles kleines JRPG bastelt. Das Event startet heute, Ende ist circa in einem Monat, am 10. Mai. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung. Da habe ich nämlich ein Video verlinkt, ein Video von Pigismo. Er veranstaltet das Ganze. In Discord bekannt unter dem Namen Piggy. Er ist dort unser Admin. Und ja, also auf jeden Fall ein cooles Event von unserem Discord-Admin. Mega cool. Könnt ihr auf jeden Fall, schaut euch das Video an, könnt ihr euch mitmachen. Also ich habe mega Bock auf das Event. Genau, Preise gibt es auch. Ich werde den Erstplatzierten werde ich auf jeden Fall selber auch streamen auf meinem YouTube-Kanal. Den Erstplatzierten, ich weiß nicht, wie der ausgewählt wird. Ich glaube, den wählt Piggy aus. Das sagt er, glaube ich, in seinem Video. Und den werde ich auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal streamen. Und wenn gewünscht, werde ich ihm noch ein paar Tipps geben, ein paar Hinweise, was könnte man besser machen. Und ich würde nach dem Durchspielen seines Spiels, würde ich den Stream noch ein bisschen verlängern. Und würde noch im Stream live zeigen, wie ich das Spiel vielleicht verbessern würde, wenn euch das interessiert. Also ihr würdet noch mal ein bisschen Live-Coaching bekommen. Das ist, denke ich mal, ein Preis, der es wert ist, der gewonnen zu werden, finde ich persönlich. Ich hoffe, dass das für euch ein Anreiz ist, von mir ein bisschen Live-Coaching zu bekommen. So, also privates Live-Coaching nur für diese eine Person. Okay, kommen wir zum nächsten Event. Ja, es geht weiter. Am 28.04. werden wir den Summer Jam enthüllen. Den mache ich zusammen mit dem Game Dev Café Forum. Auch Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Game Dev Café Forum mal angucken, wenn ihr das möchtet. Wir haben ein völlig neues Jam-Konzept, also völlig neues Event. Vorher noch nie da gewesen mit extrem geilen Preisgeldern. Also wirklich. Also da habt ihr dann richtig Bock mitzumachen. Es wird auf jeden Fall erst nach Peggys Event starten. Also braucht ihr keine Angst haben, dass sich das irgendwie überschneidet. Ihr könnt bei beiden Events mitmachen. Müsst ihr dann aber selber wissen, ihr habt dann nicht viel Spielraum dazwischen. Also ihr würdet dann vielleicht unter Umständen von einem Event ins nächste direkt reinspringen. Aber Peggys Event kann man auch ein bisschen als Vorbereitung sehen. Sich da nochmal ein bisschen einzuarbeiten in den RPG Maker. Summer Jam wird auf jeden Fall länger gehen als ein Monat. Ihr habt da ein bisschen mehr Zeit. Aber weitere Infos sage ich euch an dieser Stelle nicht. Das wird so spannend. Oh mein Gott, das ist wirklich cool. Also das ist wirklich ein richtig cooles Event, was ich mit dem Forum zusammen mache. Und ich hoffe, ihr freut euch da. Und ich habe noch ein Event für euch. Ja, ich habe noch ein Event für euch. Und zwar den Showcase, den Indie Showcase. German Indie Showcase. Habe ich letztes und vorletztes Jahr bereits gemacht und wird es dieses Jahr auch wieder geben. Im September wird er starten. Ich weiß noch nicht genau wann. Wird ein Wochenende sein. Es wird eine Trailer-Show geben. Die wird ein Freitag sein. Freitag wahrscheinlich ab 20 Uhr. Dann wird es Demo-Shows geben, mehrere. Wahrscheinlich am Samstag und am Sonntag. Also quasi die darauffolgenden 2 Tage. Dann werden wir eine Wahl zum besten Trailer machen. Der Sieger bekommt ein Preisgeld und eine Wahl zum begehrtesten Spiel machen. Auch da gewinnt der Gewinner ein Preisgeld. Also es gibt auf jeden Fall auch wieder Preisgelder zu gewinnen. German Indie Showcase. Bis September habt ihr sicherlich eine kleine Demo von eurem Langzeitprojekt oder einen kleinen Trailer vorbereitet. Wäre cool. Da kommen auf jeden Fall aber auch noch ein bisschen mehr Infos auf euch zu. Gut, ich hoffe, das sind erstmal ein paar coole Events. Aber ich habe natürlich nicht nur
coole Events für euch, um Gottes Willen. Ich habe auch noch viele, viele weitere Sachen. Ich arbeite aktuell ja an einem Plugin, das hatte ich angekündigt. Das wird sich noch ein bisschen hinauszögern. Das möchte ich noch ein bisschen perfektionieren. Ich will wirklich das perfekte Ergebnis für euch haben. Das wird auf jeden Fall ein cooles Plugin. Ich verrate noch nicht genau, was es wird, aber da werde ich versuchen, es schnellstmöglich zu liefern für euch. Kann sich aber noch einige Monate hinziehen. In der Zwischenzeit werden weitere Tutorials von mir kommen, RPG Maker Tutorials. Ich werde RPG Maker Streams machen. Ich werde viele Sachen für euch auf jeden Fall streamen wieder. Da habe ich tolle Pläne. Ich möchte zum Beispiel Omori weiter streamen. Ich möchte euch aber auch ein paar Plugins von anderen Leuten vorstellen, auf jeden Fall. Ja, also Omori hatte ich ja angefangen. Genau, da habe ich zwei Parts gestreamt. Guckt die auf jeden Fall mal an. Vielleicht gefällt es euch. Dann seid bei Part 3 auf jeden Fall dabei. Dann mein Live-Coaching möchte ich weitermachen. Das auf jeden Fall. Also ich habe da auf jeden Fall viel vor. Plugins von anderen Leuten vorstellen. Spiele von euch spielen. Also schickt mir eure Games. Ich habe jetzt wieder Zeit für euch. Möchte wieder eure Games zocken. Zumindest anspielen auf jeden Fall. Tutorials wird es geben, genau, kleinere Tutorials, die ich mir schon ein bisschen so geplant habe für verschiedene RPG Maker, MV, MZ, XP habe ich auch ein bisschen was vor. Ja, es geht mit XP auch wieder weiter. Und mit dem RPG Maker Unite wird es auch weitergehen. Da hatte ich ja auch Update 1.00.05 getestet. Da ist jetzt mittlerweile 1.00.08 draußen, wird auch getestet von mir natürlich. Wird es auch nochmal einen Livestream zu geben. Wir werden also den RPG Maker Unite auch noch nicht fallen lassen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob sich da wirklich was Signifikantes verbessert oder ob das Ding weiterhin, naja, eher nicht so das Geld wert ist. Okay, gut. Ich denke mal, so viel zu meinem RPG Maker Content. Da wird es eine Menge geben. Auf jeden Fall. Und auch das ist noch nicht alles. Wir haben auch immer wieder gemeinsam coole Spiel-Sessions gehabt. Zum Beispiel hier Minecraft mit der Community oder Gothic Phone mit Zuschauern, mit der Community, also mit euch zusammen. Wir haben League of Legends zusammen gespielt, war mega geil, hat mega Spaß gemacht. Among Us haben wir zusammen gespielt, Overwatch haben wir zusammen gespielt, Fall Guys haben wir zusammen gespielt, Counter-Strike haben wir zusammen gespielt, Valorant haben wir zusammen gespielt. Also da wird auf jeden Fall auch wieder einiges auf euch zukommen. Wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen Minecraft spielen zusammen. Wir werden wieder Gothic Phone spielen, Valorant und. Und ich habe auch vor, mit euch The Finals zu spielen. Aber was ist The Finals überhaupt? Und das zeige ich euch jetzt. Willkommen bei The Finals. Okay, Spaß beiseite. Und diesmal wirklich, was ist The Finals? The Finals ist ein Taktik-Shooter, bei dem es darum geht, möglichst viel Cash zu kriegen, möglichst viel Geld zu kriegen. Zeige ich euch gleich. Es gibt drei Klassen. Einmal leichte Klasse, eine mittlere Klasse und eine schwere Klasse. Die haben unterschiedliche Aufgaben. Erkläre ich auch gleich. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal in das Tutorial. Das Lustige an dem Spiel ist, das Game hat komplett zerstörbare Umgebungen. Das ist mega cool. Also, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Raketenwerfer habt ihr gerade gesehen. Es gibt Minen, die ihr hin platzieren könnt. Schutzschilde, die ihr benutzen könnt. Also, ihr habt da auf jeden Fall viele Möglichkeiten, euch taktisch auszutoben, im Team zusammenzuarbeiten. Jetzt kommen gleich ein paar gegnerische Minen. Da sollte man natürlich nicht reinlaufen, sonst bekommt man Schaden. Wie ihr seht, ist nicht so günstig. Und natürlich gibt es Gegner, die einen beschießen. Hier Abwehrtürme, Geschütztürme, die man setzen kann als mittlere Klasse.
Ich habe jetzt hier gerade die schwere Klasse aktiv. Das ist hier so ein Tresor, den kann man dann aktivieren, dann läuft er runter. Und dann steckt man den in den Cashout. Muss ich hin? Da lang muss ich. Okay. Und rein damit. Und das ist der Cashout. Da muss man jetzt einfach kurz warten, bis er durchgelaufen ist. Und dann bekommt man 10.000 Cash. Rein technisch gesehen absolut simpel. In dem normalen Modus, den wir wahrscheinlich spielen werden, braucht man 20.000 Cash, um zu gewinnen. Also zwei dieser Cashouts. So, willkommen auf dem Übungsplatz. Und da können wir auch die Waffen ausprobieren. Zum Beispiel Nahkampfwaffen. Habe ich hier jetzt, gut, das ist ein Skin jetzt mit einer Gitarre, aber eigentlich ist das ein Hammer. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel Hauswände zerkloppen. Aber ich kann auch auf Gegner eindröschen. Da ist ein Gegner. Es gibt natürlich auch noch, wie gesagt, die zwei anderen Klassen. Mittel und Leicht. Die haben auch Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen. Hier ist zum Beispiel ein taktisches Schild. Da kann kein Gegner durchschießen. Und es gibt auch noch die leichte Klasse. Die ist ultra schnell. In der Bewegung ist ein bisschen kleiner. Kann sich unsichtbar machen. Hat aber recht wenig Lebenspunkte. Also die schwere Klasse hat am meisten Lebenspunkte. Und ja, ich denke mal, das war es soweit im Großen und Ganzen. Ja, leichte Klasse hat natürlich auch Nahkampfwaffen. Also ihr müsst auch nicht auf Schießen angewiesen sein. Ihr könnt auch im Nahkampf viel machen. Könnt Granaten werfen oder hier C4 platzieren. So, da. Und dann macht das auch Schaden. Also ihr habt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, auch sehr kreative Tools, wie zum Beispiel hier eine Granate, die ein Teleportportal öffnet. Hey, ich mach schon nochmal rein. So, könnt ihr hin und her wechseln. Ja, das Ganze möchte ich mit euch zusammen am 20. April spielen, am Samstag. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ihr habt auf jeden Fall unglaublich viele Möglichkeiten in dem Game, euch auszutoben. Wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt ruhig in die Kommentare oder meldet euch auf Discord oder so. Ja, dann sehen wir uns am 20. April zusammen in The Finals, würde ich sagen. Und ich sage an der Stelle, ciao. Tschüsseli.